Der Schwarzwald, die Heimat eines Sportlers, der das Skispringen in Deutschland zum Massenphänomen katapultierte. Hier ist man besonders stolz auf Martin Schmidt. Im Freiburger Olympiastützpunkt schwitzte Schmidt für seine Siege. In Zukunft will der inzwischen 36-Jährige als Trainer Erfolge feiern. Der Weg an die Weltspitze verlief rasant, doch Schmidt erinnert sich noch gerne an die Anfänge. Damals, als er noch seinem Idol Dieter Thoma nacheiferte. Ja, am Anfang war ich natürlich stolz, also mit dem Dieter erst einmal reden zu können und dann mit ihm trainieren zu dürfen und mit ihm dann letztendlich in der Mannschaft zu sein. Und er hat sich da auch wirklich stark um mich gekümmert und hat mir viel gezeigt, hat mir viel vermitteln können. Gerade so Einstieg im Weltcup, da habe ich schon viel von ihm lernen können und da bin ich auch froh und bin ich ihm heute auch noch dankbar für. Ja, man blendet ja keine Erfahrung aus. Also das ist ja immer so eine Summe an allen Erfahrungen und deswegen haben mich alle Trainer in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise geprägt und natürlich hat der Reinhard sehr viel Einfluss gehabt auf meinen sportlichen Werdegang. Auch mit Wolfi Steyert habe ich in der Anfangszeit sehr intensiv zusammengearbeitet. Er hat mich sehr früh, schon in jungen Jahren, gefördert. Dann gibt es auch noch ganz viele Trainer, mit denen ich davor trainiert habe, die einfach viel im Nachwuchsbereich schon gearbeitet haben. Und dann natürlich jetzt auch, wie es weiterging, über Peter Rowein zum Werner Schuster, jetzt mit Stefan Horngacher im Heimtraining, Rolf Schiede. Das sind so viele Trainer, da kann man eigentlich schwer einen Einzelnen rausheben. Also irgendwo, an wem ich mich denn orientiere, das wird man dann sehen. Das könnt ihr dann von außen beurteilen, wem ich dann am nächsten komme. Schmidt wird seine Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben. Olympiasieger, Weltmeister, eine Zeit lang kamen die beiden besten Skispringer aus Deutschland. Gemeinsam mit Sven Hannawald dominierte man zur Jahrtausendwende die gesamte Szene. Ja, ich glaube, wir haben beide profitiert davon. Also einfach, wir hatten eine Trainingsgruppe hier im Schwarzwald und hatten so einfach ein unwahrscheinlich hohes Niveau in täglichen Trainingsarbeit. Und ich glaube, davon haben wir beide profitiert. Und wenn dann hat der eine vielleicht wieder was gefunden im Materialbereich oder hat sich technisch weiterentwickelt, dann konnte man sich direkt dran orientieren. Man wusste halt ständig, wo man steht und was man noch zu tun hat, um in der Saison auch erfolgreich zu sein. Und davon haben wir auf jeden Fall beide profitiert. Natürlich ist dann auch irgendwo ein Zweikampf in der Saison. Und wenn man dann letztendlich im Wettkampf oben sitzt, dann will natürlich jeder gewinnen. Auf jeden Fall sehr, sehr kollegial. Also wir hatten immer einen total fairen Umgang und also es war völlig okay. Also wir haben uns nie bekämpft gegenseitig und es war immer fair. Im Wettkampf, sage ich mal, mit einem, ja, so ein gesunder Konkurrenzkampf, aber so abseits der Schanze hat man nie ein Problem miteinander. Eines hat Hannawald Schmidt dennoch für immer voraus, den Triumph bei der Vierschanzentournee. Dieser prestigeträchtige Titel fehlt dem 28-fachen Weltcup-Sieger. Ja, die Tournee hat grundsätzlich ihren Reiz und das, da kann man eigentlich fast kein Springen rausheben. Natürlich am Anfang ist der Fokus auf Oberstdorf, erste Starten, das ist gleich ein Highlight auf jeden Fall. Also das ist tolle Stimmung, Nachtspringen, gibt tolle Bilder und macht auch als Springer Spaß, in Oberstdorf oben zu sitzen und dann möglichst gut zu springen. Ach, grundsätzlich erinnert man sich natürlich an die Erfolge. Ich habe dreimal Oberstdorf gewonnen, ich habe einmal in Garmisch gewonnen und das sind natürlich schon Highlights. Also klar, also speziell Oberstdorf, das Auftaktspringen zu gewinnen, das ist immer eine besondere Sache. Bei der Tournee muss halt auch alles zusammenpassen und ich hatte im Weltcup immer oder in der Zeit sehr gute Phasen, also um die Jahrtausendwende rum. Und, aber bei der Tournee hat es halt nie für alle vier Springen gereicht. Also ich hätte vielleicht dreimal die Chance gehabt, also 99, 2000, 2001 die Tournee zu gewinnen. Aber da waren andere stärker und das muss man auch akzeptieren. Und in den anderen Jahren war es leider nicht realistisch. Also da hatte ich die Form nicht für einen Tourneesieg. In den drei Jahren hätte es klappen können, aber hat halt nicht geklappt. Trotz dieses kleinen Makels in der beeindruckenden Vita. Für Schmidt ist das kein Problem. Und ohne Vierschanzentournee fällt auch die Weihnachtszeit endlich etwas besinnlicher aus.
vielleicht ein bisschen entspannter und zumindest mal ohne Besuch im Kraftraum. Und kann man wirklich mal genießen. Und ansonsten, Weihnachten war schon immer wieder so eine kleine Ruhephase in der Saison. Da kommt man nochmal wirklich Kraft tanken für die Tournee. Und ich habe die Zeit eigentlich immer genossen, also auch wenn, sag ich mal, der erste Wettkampfhöhepunkt der Saison angestanden hat. Aber natürlich ist jetzt wesentlich entspannter. Am Ende kann Schmidt stolz auf seine aktive Zeit zurückblicken. Nun hat er neue Ziele ausgemacht. Als Trainer wird er seine Nachfolger nach oben führen. Und in seiner Heimat, im Schwarzwald, werden die Menschen noch etwas stolzer sein auf ihren Skisprungstar.